Hungriger Hugo! Och Mann, ey Rohat! Ah, wo ist denn die Cam? Das ist voll verwirrend. Wo ist denn die? Ah, oh. Ah. Diese Big Time Rush Musik so gut. Läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Noch Kontakt mit Marcel. Hä? Digga, glaubst du, ich bin bei ihm eingebrochen, habe ihn betäubt, ohne mit ihm zu reden und stream einfach von seiner Station. Digga, also eigentlich müsste ich dich für die dämliche Frage schon wieder timeouten für 2 Jahre, Digga. Direkt für 2. Warum bist du bei Monte? Er hat seinen Fortnite-Drift zu mir geworfen, da bin ich hier einfach gelandet, Digga. Hergebordet. Was ist das wieder für eine Frage? Wisst ihr, wie gut Monte drauf ist? Er schreibt mir heute Morgen schon wach, ja? Und wirklich 2 Minuten später, er macht die Tür auf und macht diesen hier, springt zu mir ins Bett und liegt so da und grinst mich an. Da so Doggy liegst, stell ich mich hin. Nicht mit Schuhe! Nicht mit Schuhen! Der Mann war dabei, Digga, so ein Hänger. Die Schuhe waren wirklich fresh. Also ich hab sie gemacht, ob euch die gefallen ist mir eigentlich scheißegal. Aerox, danke für 5 Monate. Azumi, danke für 15. Ungewohnt aus der Zentrale Subs vorgelesen zu bekommen. You wanna be in my clan? Drop it. Perfekt, Digga, wir bringen wieder Best of raus. Alle Clips von Satta Hugo, Reaction Hugo, Hugo Hugo. Digga, alle geused, Bruder. Ey, Hugo, hier wird wieder alle Clips verboten. Wir sehen uns auf Twitter. Digga, ich hab diesen Shitstorm Real Talk noch nie verstanden. Digga, wenn er sagt, dass er seine Clips nicht bei Hugo oder bei irgendwen haben will, dann ist es doch sein gutes Recht. Ich hab damals nicht verstanden, warum die ganzen Idioten ihn dafür gehatet haben und alle geschrieben haben, fell auf. Ohne Sinn. Langsam wieder hier auf dem Channel zu viele Viewer. Ich glaube, ich muss wieder ein paar Clips verbieten. Oh nee. Warum rennt die los? Warte! Könnt ihr per Comment von mir dann zurückbekommen. Mhm. Okay. Das heißt, wenn man stirbt und der ist im Inventar, kann man dann sagen, genau. Wie alt ist der Chat? 26, 27? Ja, ja, ansonsten, wir haben gesagt, wir töten. Kevin, kannst du mal aufhören, so dumm rumzutanzen? Was ist denn? Digga, dass das wirklich Papa Platte ist, ne? Ist auch so crazy. Der sieht aus wie der von Peaky Blinders Chat. Nächstes Thema, meine Damen und Herren, euer Knossi macht den Sie. Ich bin dabei. Bei Let's Dance! Ich kann keinen einzigen Tanzschritt, ich kann gar nichts. Ich habe noch nie getanzt. Wer tanzt, hat kein Geld zum Saufen. Ich stand immer nur da. Wahrscheinlich war es das Dümmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Hier ist Jens Tosala mit dem Rumba. Digga, das war doch am Freitag, oder? Hat er gewonnen? Hat er gewonnen? Nein? Oh, schade. Wir haben keine Ahnung! Achso, er ist durch, okay. Das war gerade ein Dios. Oh, Scheiße! Bruder, Digga, was gibt... Junge, was sind das für geisteskranke Edits? Das Internet sagt, du besitzt 1,5 Millionen Euro. Stimmt das? Ja. 1,5 Millionen nur? Das sagt einfach die Wahrheit, dass du Multi bist. Multi. Was für 1,5? Was soll ich damit? Ja. Da kann ich nicht mal meinen Monatsmiete bestreiten. Sag es doch einfach. Er macht jetzt einen auf Loki. Er wird jetzt irgendeine Antwort geben, so. Ja. Irgendwas wird jetzt kommen, Steuern oder dies oder das. Dann müsste ich meine Schwester fragen, ich habe keine Ahnung von Finanzen. Ja. Yo. Keine Ahnung von Finanzen? Hast du keine Ahnung von Finanzen? Akimo schickt mir ganz schön oft Uhren. Alter Trimax, du bist der Einzige, der nie antwortet. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dir dran bin. Schick dir brutale Uhren. Wisst ihr, was da zurückkommt? Gar nicht. Das ist keine Unterhaltung. Das ist eine Einbahnstraße. Ich krieg eine WhatsApp und dann... Hä? Digga, warum schickt der M mir keine Uhren? Ich kriege am gleichen Tag noch 35. Dann ist das so tief unten. Dann finde ich das niemals wieder. Der sagt zu mir, ich hätte Interesse an der Uhr. Ich schick ihm die Uhr, kommt nichts. Ich schick ihm nochmal eine andere Uhr, kommt nichts. Max, was lässt du deinen Bruder hier so hängen? Ghosted. Weil zu irrelevant, okay. Also super. Vier zu broke auch. 65 Monate am Stück nicht vorgelesen wurden. Vielleicht im 65. Bester Mann. Kasova, ich habe deinen Namen noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Du hast ein 5-Jahres-Sub-Badge. Vielen Dank für den Support. Das ist respektlos. Schönster für einen Moment von Jeremy Abi. Was denn? Was denn? Ja, komm her! Crunch. Ah!
Gewinnen Sie da eine? Ja, Jeff, die Dame. Nein. Er sagt Jeffrey Dahmer. Do you know me? Yes. From where? TikTok. I think these guys know me. Do you know me? Jeremy Fragrant? Yes. Here in the south of France. Can you everybody say Jeremy Fragrant? Please. Jeremy Fragrant. Jeremy Fragrant. Oh mein Gott. Oh, und da kracht's. Und da kracht's. Look, guys, this is a very famous man in Germany. Do you ever speak English in the video? No. Was sagst du? Are you Jeremy Fragrant? Yes, I am. Oh my God. You want to do a picture? Yes. So ein King. You know me too? Oh, man. No, you too. Doesn't matter. I'm an influencer for perfumes. Aber wir müssen Gas geben. Okay, ready for a picture? Das ist so respektlos. Let me take a selfie. Das schöne Duft, was ist denn das, Mensch? Was ist denn das jetzt? Ich weiß den Namen nicht. Aber oder wer? Was hast du drauf? 34-jähriger Influencer schnuppert an Minderjährigen. Rohat und Phoebe öffnen Fan-Pakete. Du musst es doch ordentlich zeigen. Ich pack das doch gerade auf. Dann zeig das doch, wie es eingepackt ist. Oh mein Gott, eine Visitenkarte. Schaut euch das an. Ein Stift, sogar ein Ding. Digga, ich schwöre, die wollte wirklich, dass man das so macht, als keine Ahnung, Alter. Als wäre da gerade ein Gutschein für 1 Million drin, dass man das gewonnen hat. Aber da war ein Stift drin. Boah, so krass. Oh mein Gott, heilige Scheiße. Ein Puppe. Kann man so viel Freude haben an diesem Scheißding. Oh mein Gott! Das ist so krass, dass du so tust. Das ist irgendeine kleine Kackplanke. Das ist ein Arsch offen. Weißt du, was krass wäre? Wenn jemand Scheiße schicken würde. Oh mein Gott! Digga, das nehme ich. Nein, Rod, das ist meine. 5 minutes later. Ich schließe jetzt erstmal den Brief raus. Das Vorgehen der Taschendiebe. Ha, wie smart! Das mein so in die andere Hand und dann Dings. Ey, hätte der Chat nicht gesnitcht, hätte ich jetzt eine Nintendo 64, ein Handy, ganz viele Süßigkeiten. Ich hätte so viel, aber der Chat war bodenlos. Trinkreich und dreist. Das ist ein uns bekannter Taschendieb, der schon mehrfach Taschendiebstähle begangen hat. Die haben mich einfach schon wieder geklaut. Zeig mal, was du mitgenommen hast. Einfach meine Schuhe sind nicht da. Was ich geklaut habe. Adidas Schuhe. Boah, das hat jetzt bei mir auch geklaut. Was kann man hier mitnehmen? Was kann man hier mitnehmen? Das gibt eine Anzeige. Auf der Wache der Bundespolizei sind mittlerweile 2 deutsche Rentner. Marcel E. Digga, diese Edits. Chris will den Taschendieb der Polizei anzeigen. Das gibt eine Anzeige. Hey, hallo Phoebe, ich bin Robin, 21 Jahre jung und komme aus der Nähe. Also, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du uns den Tag... Bruder, du hast Straftat bei mir zu Hause gemacht. Schau in seinen Rucksack. Der kleine Wichser, was hat er sich eingepackt? Jo, Digga, willst du mich verarschen? Willst du mich? Digga, er hat nichts eingepackt. Hä? Digga, guck mal. 420. Junge, so ein Wichser. Er wollte das alles klauen. Hast du nicht irgendwas zu sagen? Ich wollte das für dich aufbewahren, damit es nicht kaputt geht. Nee, du willst sie erst bei mir klauen. Meine Geschenke, das ist mein Trinkpill. Den bringt man jetzt echt nicht mehr weg. Ich hab nur 2 davon. Und da ist das Einzelkind bei ihr raus hochgekommen oder so. Das ist wahrscheinlich schon der zweite, weil du vorhin schon einen Schokotrink getrunken hast. Digga, das ist respektlos. Junge! Junge! Oh mein Gott! Bruder, das ist geisteskrank respektlos. Wer hat das editiert? Digga, ich weiß nicht, wer dieses Bild gemacht hat. Ich glaube, es war Hugo, aber das ist respektlos. Respektlos. Also wirklich, das ist kurz vor Strike. Digga, also, mir fehlen die Worte. Ey, können wir daraus ein Emote machen? Rohat Mast? Ist das editiert? Nee, Bro! Ist nicht editiert. Kannst du dich noch bei mir klauen? Rohat, hör auf zu klauen. Macht man nicht. Ey, Dicker! Ey, Mann, wo... Wisst ihr, wo dieses Bild herkommt? Von damals Tippy Stream, als ich 10 Zuschauer hatte.
Du bist der Beste. Der Beste. Ey, Digga, welcher... Digga, das ist so eine bodenlose Frechheit heute, diese kleine... Also wirklich, dieses Bild, das ist 2015 oder so. Wirklich Monte Prime. Yo, Monte, wo bleibst du? Erika! Erika! You are the best man! The best man! Oh, why always me? In welchem Bundesland hat das Unternehmen Tesla eine Fabrik gebaut? Berlin oder Brandenburg? Da hat's auch so geistkrank gekracht, Digga. Da hat's so geistkrank gekracht. Ah ja. Also, Bruder, dieses Video, das gibt einen Strike. Wer hat das gemacht? Aber das Video ist richtig krass editiert. Krieg Props von mir. Vorlage war Abu, ja. Yeah. Guck mal, was Miki in die Gruppe... Miki schreibt in die Gruppe... Hallo, hier spricht der Urwirt. Und er schreibt noch weiter. Ihr könnt loslassen, Freunde. Ja.